Hallo Internet und hallo YouTube. Willkommen zurück zum Minecraft Feed the Beast. Schon wieder. Mich jetzt heute Familie gerne. Nicht nur schon wieder. Ich habe mir was erlaubt, weil ich habe jetzt nicht aufgemacht. Ich habe mir gedacht, das ist gescheit, bevor ich euch das antut. Das Hin- und Herschieben unserer ganzen Kisten. Ich habe jetzt mal alle Kisten mitgenommen. So halbwegs das Wichtigste von den Kisten. Und wir haben jetzt alles da. Ja, aus meinem Schlafgemach wurde eine Kistenheimat. Ist auch okay. Das ist, nicht, das ist okay. Ist besser, als bevor ihr gar nichts haben. Also, ihr habt lieber die Sachen hier. Ich sagte, wenn wir von hierher aus jetzt ein bisschen mehr machen, wenn wir hier sowieso zu tun haben. Bestens, wir bauen hier gleich am meisten um und so. Also kümmern wir uns hier drum einmal, dass wir hier weiterkommen. Kohle wäre nicht schlecht. In dem Fall 8. So, Kohle ist untergebracht. Kohle habe ich hoffentlich mitgenommen. Ich glaube schon. Jetzt die ganze Kohle. Wir haben hier eine Menge an Kohlenbrudel. Klar, das hat einen Grund gehabt, warum ich das gemacht habe. Denn. Und das ist ganz einfach erklärt. Ich muss nur kurz gucken. Logisch wäre es nicht, aber das ist unlogisch, also machen wir es logischer. Also die Logik. Und wie weit geht es denn da nach draußen? Fangen wir mal so an, bevor ich jetzt überlege. Nein, das gefällt mir gar nicht. Aber mir gefällt das hier. Keine Schaufel, dann habe ich nicht. Ich werde gleich sehen, was ich vorhab. Ich hätte sogar eine Schaufel gehabt. Okay. Die Schaufel hier. Sticks zu mir. So viel Platz werde ich brauchen und nicht allzu viel, glaube ich. Ich mache hier mal 5x5. Zum Quadrat hätte ich gesagt, also 2 rein, 5 rüber. Na, 5 rüber wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren, aber wahrscheinlich auf was anderes treffen. Mir nur 3. Finde ich an der Richtung mehr. Will ich ein kleines Macerator und so Eck machen kurz. Nichts Großes eigentlich. Dass wir mal ein bisschen was brennen können für unsere Sachen, was wir haben. So, hier, hier und hier eine Fackel. Das heißt, der 1 noch nach außen. Dann haben wir die 5. Gedacht hatte. Da werden wir auch nur 3 rüber gehen. Ich habe 3 weggenommen. 3. Da ist ein Hohlraum, das ist sehr gut. Vielleicht nehmen wir den Hohlraum gleich mit und dann den Hohlraum ein bisschen vergrößern. Schauen wir mal kurz, wie es ausschaut, wenn wir da vergrößern nach drüben. Jetzt hast du mit abbauen ein bisschen Erde.
könnte man eigentlich vergrößern. Schön. Könnte man wirklich vergrößern. Hier, warum eigentlich nicht? Warum denn eigentlich nicht? Dann gehen wir noch eins in die Höhe. Schaut das jetzt ein bisschen besser aus gleich. Und dann müssen wir sowieso ein Loch nach oben bauen, da kommen wir ja darum, weil wir wollen ja eigentlich auch Energie beziehen. Jetzt kommen wir mal in diese kleine Werkecke endlich. Die ich eh schon so lange gewartet habe, was ich mache, und die mache ich jetzt. Deswegen habe ich alles hierher gebracht und das Lager bringt. Prinzipiell ist sogar nicht so blöd, Idee, das Lager zu nehmen dafür. Bietet sich ja auch an dafür. Ich glaube, jetzt haben wir dann so viel schon abgebaut in der letzten Zeit, in den letzten Parts, dass wir uns einfach mal was gönnen können, dass wir uns mal so irgendwas bauen einmal. So, da lassen wir mal kurz Fackeln setzen. Symmetrisch gesehen muss ich noch eins rüber. Eines müssen wir noch, ja. In der Symmetrie der Fackel. Pingelig eigentlich von mir. Aber es gehört sich einfach. So, dann fahren wir nach hinten eine Reihe weg. Mal aufpassen, dass wir mich durchbrechen durch nach draußen. So, das kommt auch weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das ist ein bisschen schöner ausschaut. Spiel. Das passt das in etwas, als möchte ich noch hier das Copper haben. Da ist noch mehr von Copper, super. So, dann nehmen wir das auch. Das ist natürlich die Frage, die innerliche Frage, die ich mir eigentlich stelle. Wie tun wir? Wie machen wir das alles? Wie tun wir? Wir brauchen auf jeden Fall einen Macerator. Das ist einmal das kleinere Übel und ein Extravator. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt mal grob 6 Copper-Kabel. 6 Copper brauche ich. Und 6 Sigarizin. Nein, 12 brauchen wir. So. Oder? Irgendwie so war das. Uiuiui. Wurscht. Nein. Zwölf Copper. Opfer ist das unser Copper. Ecke. Sigarizin müsste hier drin sein. Nö. Die sehen aber gar nicht so viel. So, die brennen da jetzt noch durch. Gut, das heißt, wir könnten da eigentlich noch zusätzliche 2 Öfen machen dabei.
Das war der Grund, warum ich den Platz nicht freigelassen habe. Ist auch durch. Dann haben wir Macerator und Co. Dann brauchen wir auf jeden Fall Eisen. Ich habe keine Stimme mehr, das ist gut. Ich brauche auch mal Stein kurz, ich möchte ja irgendwie auch da hinten zumachen, das Loch. Das Löcher mal da. Also Stein brauchen wir auf jeden Fall dafür. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier dann uns rausbauen mit dem. Ganz einfach die Frage ist ja eigentlich, da könnte man eigentlich eine Reihe noch dazu nehmen. Könnten wir theoretisch. Schauen wir mal kurz, wie das wirkt, wenn wir da noch eine Reihe dazu nehmen. Da machen wir auf jeden Fall mal zu. Da müsste man eigentlich auch verbauen. Ha. Die Frage, dann noch eine Reihe zurückgehen. Ja, wollen wir. Bedingt. Das ist nämlich ein einfacher Ausgang, oder? Vor allem natürlich die Symmetrie. Bei den Fackeln kurz. Und da kann man gegenlenken. Dem hier auch noch eine Reihe wegnehmen. Und schon schaut die Sache wieder ganz anders aus. Ist ein bisschen kompliziertes Umbauen hier von mir. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich circa alles anbaue, also wo man die ganzen Gerätschaften dann hinstellen, das ist auch so eine Frage. So, das Symmetriewegen. So, das. Dann habe ich gesagt, eine Reihe muss noch weg. Das baut er schon wieder zweimal um. Ich sehe normal, wenn man sich alles 100 Mal umbaut. Weil es mir einfach nicht passt. Kann man mir das eigentlich verübeln? Nein, kann man mir nicht. Okay, da unten ist Höhle. Noch weiter zurück können wir gar nicht mehr. Das ist dann schon Außengebiet. Gehen wir zu, da brauchen wir eins, passt, hätten wir das auch. So, da sind wir zugedeckt. Das ist okay, es ist die Frage, dass wir den Boden überhaupt auswechseln. Ich meine, der eine Seite wäre ein anderer Boden, vielleicht gar nicht so schier. Steinboden da. Wer für ein Marbleboden hier mal. Versteht, was ich meine? Ja, alles fertig. Das gefällt mir. Ich glaube, hat mir jetzt eigentlich nicht so viel gebracht.
Haben wir mal das hier. Gut, weiter. Boden, Marble. Schauen wir mal, kann man da irgendwas mit Marble machen? Ja, das gefällt mir eigentlich schon besser als Boden. Definitiv ein bisschen ein anderer Boden. Ja, definitiv schaut ein bisschen besser aus. Auf jeden Fall würde ich sagen, YouTube. Also zumindest den Kontrast zu. Die anderen hier Dinge. Das passt doch besser zu diesen Vorhaben, was wir haben. Ich weiß noch, ob wir da mit 64 auf das kommen. Schauen wir mal. War ganz zu viel. Mit 64,5 nicht aus hier. Das ist schon mal ganz sicher. So, den habe ich komplett daneben gesetzt. Muss sowieso umtopfen. Wieder spart. Ich möchte noch ein bisschen mehr Marble abbauen, wenn wir schon dabei sind. Marble ist ja nicht schlimm. Selbst solche Sachen ist Marble gar nicht schlecht. Also, da gefällt mir Marble sogar bei solchen Sachen. Ja, ich weiß, man tut da weiter, macht die Master Rate und das. Ja, ist mit der Ruhe, YouTube, mit der Ruhe, bitte. Kein Stress jetzt noch. Jetzt haben wir jetzt erst diese Weg und dieses Dach, diese Sache hier richten sich vor. Dann kommt zum nächsten drin. Eins nach dem anderen. Also, kein Stress bei dieser Baureihe jetzt da. Soll ich noch was ausschauen? Nicht nur hingeklatscht sein. Komme ich nicht hin. Die Hoffnung gebe ich auf. Ich habe eins zu viel abgebaut. Tja, oder leider schaut doch gleich ein bisschen. Komisch aus. Sehr optimistisch wieder mal. So, jetzt braucht man Eisen. Ich mach ein bisschen mehr brauchen, als mir lieb ist. Nein, dann nehmen wir keine 32, dann haben wir 39. Brennen muss ich sowieso einiges davon. Ich brauche schon mal eine Spitzhacke. Bringen wir mal kurz 16 durch.
Marvel kommt wieder zu. Stein kommt auch wieder zu. Weiterbrennen. Auch dazu gemacht. So, jetzt geht's weiter. Wir brauchen Refined Iron 2x, 4x Redstone. Jetzt so 3, 4. Ein Refined Iron habe ich. Ja, genau so haben wir es vorgestellt. Kann man dich gleich dadurch. Dich einmal dadurch und dich einmal dadurch. Dann hätte ich gern normalen Stempel so fein da drinnen. Den hätte ich auch gerne mal draußen. So, was haben wir da jetzt noch drinnen? Jetzt mal alle Rucksäcke durchgehen. Redstone, genau. Obwohl, warte mal kurz. Kohle könnte man raus tun. Stein. Sand gehen wir auch raus. Was ist da noch drin? Kohle. Auch raus. Kommt hier dazu. So, Stein kommt hier dazu. Kies kommt hier dazu fürs Erste. Und die Kohle kommt hier nicht rein. Da ist nichts drin. Ach, da ist jeder drin. Kies. Boah. Das sind Dinge, die keiner braucht gerade. Kies. Können wir hier oben lassen, die Kohle. Brauchen wir hier unten nicht. Crystals. So, was haben wir jetzt? Boah, Erde. Kies kommt noch raus. So, dann bräuchte ich dich wieder hier oben. So, dann geht's weiter. Kies habe ich doch jetzt gerade gehabt, den du. Kies. Was ist hier noch drin? Die kleine Sache hier noch. So. Bienen. Nein, Sand kann ich nicht rausgeben, das geht nicht. Uranium. Nochmal Kohle. Nochmal Kohle. So. Mal ein bisschen Ordnung wieder hier. Refined. Normales. Dann hätte ich gern eine Hacke gespitzt.
Also ein bisschen Kuddeln jetzt bei mir. Puh. Inventarmäßig, das mag ich ja gar nicht. So, zwei von den brauchen wir. Machen Excavator unten. Macerator. So, weiter geht's. Was brauchen wir noch für einen Excavator? Ein Maschinenblock aus 8 Refined Iron, gut. Eins heben wir uns auf, den Rest brennen wir nochmal durch. Holz wäre jetzt nicht schlecht. Holz, Holz, Holz. Dieses hier aber. Nummer 4. Ja, gerade jetzt mal bringen zusammen. So, jetzt haben wir es. Einer zu wenig. Gut gemacht. Gelöst. So, dann brauchen wir einen Maschinenblock. Chop. Und wir haben einen Excavator. So, dann geht's weiter mit Macerator. Macerator. Zweimal Stein, dreimal Flint, Maschinenblock. Gut. Maschinenblock wird ein bisschen schwer werden ohne Eisen. 2, 3 Hammer. 1, 2, 3, 4, 5. Bauen wir gleich die ganzen 16 durch. Ist eh schon wurscht. Flint brauche ich. Eisen brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen nur 5 Eisen. So. Dann haben wir eins für einen Macerator. Können wir gleich mal schauen, was weitergeht. Electric Furnace. Nein, was wir jetzt brauchen, wäre eigentlich doch ein Electric Furnace. Aber beim Electric. So, mir klar, dass den Schmanch wieder wach. Ich bräuchte eigentlich eher.
Okay, Ten. Manchmal froh, dass ich meine Rezepte auswendig merke immer. Macerator zum Beispiel so ist, dass man sie merken kann. So, jetzt ist das Problem, wo bauen wir unseren elektrischen Sachen eigentlich hin? Man logischerweise wir hier hin. Immer gesagt. Mal so an. Mal 4 aus. Excavator. Macerator. Jetzt noch ein Electric Furnace wahrscheinlich. Dann wäre die Sache natürlich noch besser. Oder wir gehen echt auf Solarpanel hebt man. Ja. Ja, Solarpanel ist immer so eine Sache. Könnte man Redstone. Red. Gibt's denn einen Redstone-Motor? Sicher gibt's einen Redstone-Motor. Redstone Motor. Was war denn für ein Kolben? Ein Eisen. Probieren wir das mal kurz. Das können wir ruhig probieren, nicht so viel Zeit haben wir. Ein Redstone. Ein Eisen zu haben, theoretisch praktisch noch nicht. Holz, das haben wir hier. Zahnrad, oh yeah, das ist eine Sache. Zwei Zahnräder. Eisen. Klarerweise. Jetzt haben wir es natürlich nicht gemerkt, das wäre natürlich zu einfach. Achso, bringt uns nichts mit bei uns jetzt einen Kolben. Nee, jetzt einen Kolben. Ja, das ist sehr einfach, wenn man die Rezepte sich so liegen lassen kann. Hat schon was. Jetzt aber. Ein Glas. Jo. Ein Glas, das haben wir irgendwo. Ja, das habe ich wahrscheinlich nicht mitgenommen, das Glas. Da wette ich was. Ja, das war klar. Das eine Glas habe ich natürlich. Nein, doch, hier. Das gedacht. So, Kolben. Kommt nach unten. Nee. Irgendwie so. Da. Halt so. Haben wir jetzt wirklich ein Holz zu wenig für die Sache? Meine Güte. Dann noch mal von vorn. Redstone Motor. Da braucht man sicher für einen Redstone Motor ein Redstone Fackel. Eine Redstone Fackel. Oder funktioniert das ohne Redstone Fackel? Das ist auch interessant.
Ich glaube, das, was ich hier mache, kann gar nicht funktionieren gerade. Also, so kann es mal nicht funktionieren. Das wäre zu einfach. Oh, jetzt experimentieren wir. Das ist gar nicht gut. Jetzt machen wir Experimente im Spiel. Kann noch Blödsinn rauskommen. Da fällt doch ein Schalter an, oder? So ein Redstone-Fackel. Und ein Schalter wahrscheinlich für das Ganze, ja. Dann bauen wir dich nochmal ab und machen daraus einen Maschinenblock. Ja. Das war jetzt der Übermut. Habe ich jetzt nicht mitgedacht. Nein, da habe ich jetzt wirklich nicht mitgedacht. Nochmal Exkavator machen. Toll. Das nochmal Sticker Resin. Das war jetzt unnötig. Das war bitter. Ist einfach so, als ob nichts passiert, oder? Sagt ihr? Nichts gesehen. Ja, das kann da hoch noch kommt vom tiefen Fallerzimmer. Hoch und kommt vom tiefen Fall. Ich kann weg. Warum Schalter? Hebel meinte ich. Da, theoretisch. Was haben wir jetzt? Logisch ist und ich nicht blöd bin bei dem Spiel. Nö. Wir sind ja echt unten am Bahn. Meine Güte. Ja, ist das kompliziert jetzt. Nein, 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 den jetzt nicht dann abbauen. Das wäre. Eigentlich sollte ich das Ganze gar nicht aufnehmen, aber besser vielleicht gerade. Schauen wir, ob es jetzt funktioniert. Brauche jetzt auch noch eine Redstone-Lampe hier zusätzlich. Okay. Just mir haben wir ein kleines Motorproblem. Das kümmere ich mich gleich noch. Dann haben wir ein anderes Problem. Ah, verdammt mich. Refined Iron. Kein Glück jetzt gerade. Motorboot, Motorboot. Rude und rude, nur zu laut. Jetzt sollte man sich Redstone auch mitnehmen, wenn man schon gut drauf ist. Eieiei. Motorboot, Motorboot. Rude dann mal nur zu laut. Tap, 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 tap. Dann nochmal von vorne, wenn mir so fad ist. So, noch ein Excavator.
Zweiter heute. Gut, das funktioniert mal gar nicht. Gut, neuer Plan. Dass das Ganze halbwegs noch funktioniert und wir da noch guten Abschluss in diesem Part haben. Schauen wir das mit den Redstone Dings noch an. Electric. Na ja, Gott, noch Furnace könnte ich auch schon wieder schneller. Electric Furnace. Nochmal ein. Wollt ihr mich verarschen jetzt? Nochmal 6 Stick Resin. Nochmal 2 Redstone. 5 Eisen. Gut, dass ich die Eisen jetzt auf Refined Iron durchgejagt habe. Nehmen wir halt 8 davon. Das ist echt jetzt gerade Pech. Ah, Sticky Resin wollte ich gerade. Das Bittere da ist noch so viel Sticky Resin unnötig verbrauchen jetzt hier. Könnte man nicht eine Kohle wegnehmen hier, oder? Würde wohl schneller gehen am Ende. Zwischenzeit können wir hier ausräumen. Pff, hier einräumen ist gut. So, passt. Kopf bleibt unser Haken. So. In Metallien ist immer die Devise gerade. Also aus dem Lab brauchen wir mal raus hier, weil... Das bin ich ja verrückt hier. Eisen darf ich nicht weggeben, das brauchen wir. Nochmal 2 Redstone. Wer fährt ohne Redstone? Bam. Okay, jetzt reizt aber wirklich, oder? Jetzt ist aber dann genug für jetzt, fürs Erste. Ein Electric Furnace. So, den setzen wir gleich in die Mitte rein. Das erste fertig für heute. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Das heißt, wir spielen wieder Minecraft Feed the Beast und dann hoffentlich ohne solche Zwischenfälle. Danke.